Einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, meine lieben Freunde und Freundinnen, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, um politisch korrekt zu sein. Ich freue mich, Sie recht herzlich zu meiner vierten Sendung Rendezvous mit René Rumpold einzuladen, hier im wunderschönen Wiener Rösthaus von Helmut Brehm. Eine Location, die ich mir deshalb ausgesucht habe, weil ich kein Studio im normalen Sinne haben wollte, sondern ein Kaffeehaus. Es kann auch sein, dass irgendjemand bei der Tür reinkommt und einen Kaffee bestellt und ihn auf der Straße dann trinken wird. Und ich freue mich ganz besonders, einen ganz lieben Kollegen, mit dem ich auch schon auf der Bühne stehen durfte, begrüßen zu dürfen. Und das ist, begrüßen Sie mit mir, Johannes Terne. Ja. Lieber Johannes, ich stelle dir gleich einmal die erste Frage, die ich auch den anderen dreien bereits in den letzten Wochen gestellt habe. Als du beschlossen hast, diesen Beruf anzugehen, was haben deine Eltern dazu gesagt? Ja, naja, also das war natürlich spannend. Also ich war so vielleicht 14 und ich hatte mir plötzlich in den Kopf gesetzt, Schauspieler zu werden. Also ich war schon vorher immer im Schultheater tätig, ich habe Kabarett gespielt. Aber ich muss dazu sagen, meine Familie, meine Vorfahren bis ins 17. Jahrhundert waren Bäcker und Konditor, also von der Vaterseite her. Und, wow. Und es gab auch ein berühmtes Café und ein Restaurant von meinem Opa, Kurt Terne hieß er, und mit Live-Musik und mein Vater hat auch Klavier gespielt da. Und, also es war vorgesehen, dass ich in diese Laufbahn zu steigen habe und irgendwie kam ich dann, also na, ich werde Schauspieler. Na, um Gottes Willen, die ganze Verwandtschaft kam angerannt und hat gesagt, meine Tante, das kannst du uns nicht antun. Dann, ich hatte da Matura gerade gemacht. Ja, da wär doch wenigstens Lebensmittelingenieur. ich habe das durchgezogen und gerade das spornt wahrscheinlich an. Das ist wahrscheinlich das, was man dann, wenn alle ringsherum, auch sogar der Lehrer hat abgeraten vom Schauspieler sein. Und dann denkt man sich, na jetzt erst recht, jetzt werde ich es euch zeigen. Also es war damals, ich bin ja in der DDR groß geworden, da waren gerade Lehrer gefragt oder jeder sollte Lehrer werden. Niemand wollte Lehrer werden. Ich kann mich erinnern, da kam mein Schullehrer zu meinen Eltern nach Hause und hat sie überreden wollen, ob sie nicht was tun können. Aber es war zwecklos. Ich wollte Schauspieler werden. Aber bleiben wir gleich in der Vergangenheit ein wenig. Du bist ja ein gebürtiger Ostdeutscher, also aus der sogenannten DDR. Ja, ja. Welche Erinnerungen hast du daran? War da irgendwas anders, als man glaubte, dass es im Westen war oder wie auch immer? Naja, das ganze Leben war natürlich völlig konträr. Also es gab ja, abgesehen davon, dass es keine Reklame gab, nichts war bunt, alles war grau in grau. Also als ich in den Westen kam, taten mir ja richtig die Augen weh. Ja? Also ich bin ja illegal in den Westen gegangen, aber das ist ja zu eine lange Geschichte. Also ich war von den Gerüchen und von den Farben so irritiert. Also das war so angenehm im Osten. Ja. Wie man es nimmt, also dass man nicht so auf, nicht so, es war nicht so eine Aufdringlichkeit an Werbung, ja, also die, nein, aber das ist jetzt nicht das Bedeutende, nee, aber was mir halt hängen geblieben ist, ist natürlich, hallo. Oh, Dankeschön. Dankeschön. Herzlichen Dank. Dankeschön, ja, kleiner Raum. Ja, danke, wunderbar. Ja, nein, was mir hängen geblieben ist, ist natürlich, abgesehen von der politischen Misere da, die mir von Anfang an nicht gefallen hat. Also ich hatte immer das Ziel, irgendwie illegal da zu verschwinden. Aber was komischerweise, da das Geld nicht so eine Rolle gespielt hat, war die Kameradschaft unter den Menschen, die Solidarität, die war natürlich viel größer als jetzt. Also das ist mir in Erinnerung. Und die Nachbarn, die haben alle miteinander geredet, es gab Nachbarpartys, Feiern, also es hatte niemand, trotz Stasi, aber ich meine, es war ein größeres Gemeinschaftsgefühl. Mhm.
aufgepasst. Jetzt wissen wir, wo Johannes Terne ursprünglich herkam, eben aus der DDR. Und jetzt möchte ich einen kleinen Zeitsprung machen in die Gegenwart oder in die Fassgegenwart. Zuletzt konnte man dich ja in einer Rolle bewundern an der Wiener Staatsoper. Da bist du eingesprungen, aber bitte erzähl du davon. Ja, ne, das ist der Pascha Selim in Mozarts Entführung aus dem Serail. Und also das ist ganz merkwürdig, diese Rolle verfolgt mich. Ich glaube, ich hatte 1990 das erste Mal den Pascha Selim gespielt an einer deutschen Oper in Berlin, also in Westberlin damals schon. Und den habe ich so bald 10 Jahre gespielt. Und dann jetzt zuletzt im Oktober 2020 in der Wiener Staatsoper. Hat es nochmal zugeschlagen, Ende Oktober, da war Gott sei Dank noch kein Lockdown und das habe ich sehr genossen. Da konnte ich nochmal in der neuen Filminszenierung den Pascha Selim spielen. Was ist an dieser Rolle so besonders, dass du es so gerne gespielt hast? Weil ich weiß es auch von anderen Gesprächen. Ich durfte auch mit Johannes Terne, wie ich bereits vorhin erwähnt habe, schon auf der Bühne stehen. Wir haben bei Sissi Boran, die ich letzte Woche bei mir zu Besuch hatte, schon erzählt, wir konnten beide bei ihr dann Käfig voller Narren, damals unter der Regie von Markus Strahl spielen. Und wir werden auch in Zukunft noch weitere Sachen machen. Die Sissi Boran hat es letzte Woche ja auch schon erzählt, dass wir vielleicht dann, sofern das alles sich verändern würde, wahrscheinlich etwas verspätet dann doch wieder gemeinsam spielen. Aber wir wollen jetzt noch nicht über ungelegte Eier sprechen. Aber was liegt an dir, an dieser Rolle so besonders? Was ist an dieser Rolle so besonders, dass du sie so gerne gespielt hast? Naja, das ist vielleicht das, was mich überhaupt als Schauspieler an Rollen reizt, ist diese Widersprüchlichkeit, die der Mann Pascha Selim in sich hat. Nicht? Er ist Moslem und glaubt immer Recht zu haben und wie er dann gegen Ende der Oper immer einsichtiger wird, immer menschlicher wird. Und also dieser Widerspruch von einem Berserker, kann man fast sagen, am Anfang, also der unglücklich verliebt ist natürlich in die Konstanze, aber wie er dann eine ungeheure humane Größe plötzlich entwickelt und wo man gar nicht genau weiß, wo das plötzlich herkommt, ob das schon immer in ihm war. Also diese Widersprüche haben mich sehr gereizt. Und die waren natürlich in dieser neuen Fels-Inszenierung besonders herausgehoben worden. Aber also das habe ich über 100 Mal gespielt an der Staatsoper Stuttgart. Aber die andere Inszenierung von Günter Krämer an der Deutschen Oper, die war ganz anders, also sie war so konträr und es war sogar mal ein Jahr, wo ich dann beide Inszenierungen parallel gespielt hatte, wo ich dachte, mich schleudert es. Also da war ich nackt und tätowiert, also mit Blätter im Haar, also ein Aborigine. Und also es war eine völlig konträre Konzeption. Und es war jedenfalls vielleicht wahnsinnig beide interessant. Beide Produktionen, dem guten Wolfferl. Wolfgang Amadeus Mozart gut gefallen, ich kann mir das schon gut vorstellen. Aber was ist der Unterschied, weil du gerade jetzt die neuen Fels-Inszenierungen, lass uns über die noch ein bisschen plaudern. Was war bei dieser Inszenierung so anders? Also es gab Pascha Selim, ja, aber was war jetzt in dieser Inszenierung so anders von neuen Fels? Ja, der neuen Fels hatte halt die Idee, dass jede Figur, also die 5 Figuren, die da auftauchen, doppelt zu haben, also mit Schauspielern und mit Sängern zu besetzen. Und die waren im gleichen Kostüm auf der Bühne. Also ich war der Einzige, der alleine sein durfte. Aber das war jetzt, mich hat das ja gar nicht so sehr tangiert, dass das jetzt doppelte Figuren überall waren, aber Deine Figur war ja nicht verdoppelt. Also ich war dann trotzdem, also es war wahrscheinlich bei mir war es eben diese Hin- und Hergerissenheit zwischen zwei Konstanzen und zwischen den verschiedenen Figuren, also die da wieder herausgearbeitet wurde. Also ich weiß jetzt auch nicht, ich weiß auch gar nicht, was eigentlich meine Arbeit dabei war, also welche Einfälle von mir kamen, welche Einfälle vom Regisseur kamen. Aber das ist ja immer so, da muss ich mal kurz über diese Anekdote, die fällt mir immer wieder dazu ein. Da war ich noch Student in Chemnitz, als Schauspielstudent. Und da hatte ich in Wilhelm Tell eine Statistenrolle. Und da hat ein älterer Schauspieler hatte diesen Satz zu sagen, Schiller-Satz, nehmt die Hälfte meiner Habe, nehmt sie ganz. Und
Jedenfalls, ich stand hinter ihm und es war eine Probe und der Schauspieler sagte, nehmt die Hälfte meiner Habe, nehmt sie ganz. Und der Regisseur sagte, nein, Wolfgang, du musst da eine kleine Pause lassen. Nehmt die Hälfte meiner Habe, nehmt sie ganz. Aha, ich habe verstanden. Pass auf, das mache ich dir. Nehmt die Hälfte meiner Habe, nehmt sie ganz. Nein, du sollst einfach eine Zäsur lassen, ein paar Sekunden. Ach, so meinst du, so, jetzt verstehe ich. Also, nehmt die Hälfte meiner Habe, nehmt sie ganz. Nein, du sollst nach der Habe, also es ging so 6-7 Mal. Er hat absichtlich, das ist ja missverstanden, immer gesagt, nehmt die Hälfte meiner Habe, nehmt sie ganz. Und nach dem 7., 8. Mal sagt der Regisseur dann, ist gut, Wolfgang, das war's jetzt, wir gehen weiter. Und dann dreht sich dieser ältere Schauspieler zu mir, jungen Studenten, siehst du? Und so erzieht man sich seine Regisseure. Und von da an wusste ich, dass der Schauspieler gar nicht so hilflos ist. Ja. Nein, also das wissen wir dann nicht. Weil ich denke, ja, das denken ja immer noch. Viele Zuschauer denken, ja, der hat der Regisseur gesagt, jetzt gehst du von links nach rechts und dann machst du das und das. Nicht? Wir haben auch Mittel und Möglichkeiten, uns dumm zu stellen. Also, aber apropos Stücke... gehen wir jetzt noch ein bisschen jetzt in die Zukunft. Wir waren in der Vergangenheit, wir sind ja in der Gegenwart oder in der kurzen Vergangenheit und jetzt gehen wir noch kurz in die Zukunft. Ich habe die große Freude, gemeinsam mit Johannes Terne eine Produktion jetzt zu machen. Die soll im April Premiere haben. Ich sage soll, ich hoffe es sehr. Aber erzähl du ein bisschen was über die Rolle und über das Stück und über den Autoren. Ja, ich habe noch gar nicht dazu was gesagt, dass wir hier schon, wie viele Vorstellungen haben wir zusammen gespielt? Viele. Ich glaube, es waren über 70 auf jeden Fall. So viel. Käfig voller Narren. Da sind wir uns ja das erste Mal begegnet. Genau. Und wir haben irgendwie gemerkt, wir haben noch verschiedene Programme zusammen gemacht. Mhm. Das war eigentlich von Anfang an irgendwie... Ich spiele gern mit ihm. Ja, wie es ihm geht, ist mir wurscht. Das kann ich nur zurückgeben. Nein, aber sprechen wir von Edward Albee. Ja, Edward Albee. Und das ist ja auch ein Grund, das ist eben so ein Stück, wo es wirklich um zwei Männer geht, die konträre Lebensauffassungen haben und irgendwie ist ja dieses Stück, also wir haben ja schon mal darüber gesprochen, dass es gar nicht so sehr um die Geschichte geht, sondern es ist fast eher eine Parabel. Zwei Männer, die was miteinander verbindet oder aber doch nicht miteinander verbindet. Genau. Und das ist natürlich erstens ein Stück für uns beide wie gemacht, glaube ich. Diese Verbindung, die eben wirklich über das normale Theaterstück hinausgeht, das ist so fast eine philosophische Parabel, muss ich sagen, ja, über das Leben. Also, wann haben wir Premiere? Ich glaube am 12. April. Ja, wir hätten am 12. April jetzt Premiere. So soll es sein. Wenn es klappen kann. Ich weiß ja nicht, wann der Lockdown jetzt aufgehoben wird. Und das im Theater Arche unter der Regie von Veronika Buchegger, die ich auch demnächst bei mir zu Gast haben werde. Aber jetzt wieder ein bisschen zurück zu dir. Was war denn deine Lieblingsrolle bislang? Da gibt es sicher, oder mehrere. Sissi Boran hat mir letzte Woche auch erzählt, dass sie sogar mehrere Lieblingsrollen hatte. Welche war deine? Ja. Fällt dir da irgendwas spontan ein? Naja, mir fällt jetzt gerade was ich zuletzt gemacht habe, das war der Präsident Nixon in der Freien Bühne. Den habe ich gesehen, ja. Wien und Frost Nixon, dieses Theaterstück. Ja. Und das war natürlich auch so ein Mann, der eigentlich nicht unbedingt ein positiver Charakter war, wie er sich politisch dargestellt hat. Aber trotzdem ist er so menschlich gezeichnet in dem Stück. Mhm. Und das hat Gerhard Dorfer inszeniert. Wunderbar. Genau. Und ich war da so glücklich. Also das sind eben diese Figuren, die mich besonders reizen. Und andererseits auch der Honig im Kopf, der Großvater Amandus, natürlich was total anderes als der Präsident Nixon, aber auch der ist ein zwischen Komik und Tragik hin und her gerissener Mann. Also bei ihm muss man wirklich sagen, hin und her gerissen, weil er an Alzheimer erkrankt ist, der weiß nicht ganz, wie ihm geschieht. Und also solche Rollen, die geben einem Schauspieler so viel. Also man ist dann
Wenn man das probiert, wenn man das gespielt hat, ist man, du kennst das ja, ist man geradezu also glücklich. Ja? Ich weiß auch nicht, was das ist. Das war von Anfang an der Grund, ja, warum ich Schauspieler geworden bin, dass ich glaube, das erste Mal an der Schule, da war ich in der ersten Klasse, da haben wir Rumpelstilzchen gespielt und ich habe plötzlich was in meinem Bauch gefühlt, während des Spielens, habe ich da, boah, da kannst du ja plötzlich so sein, wie du willst. Also da kannst du ganz anders sein als sonst im Leben. Du sollst. Du musst dich nicht an. Johannes Sterne hat mich damals zum Weinen gebracht. Es gab drei Personen, die mich wirklich zum Weinen gebracht haben. Das war die Maria Cebotavi, eine großartige Opernsängerin, die auch sehr viele Filme gedreht hat. Dann war es mein ehemaliger Schauspiellehrer, der Fritz Mulia, der mich einmal zum Weinen gebracht hat. Und er als Amandus, als Oper Amandus, weil er zum Schluss stirbt, nicht weil er jetzt stirbt, aber es war so ehrlich und so gut gespielt. Also gut ab, großartig. Danke dir. Danke, also jetzt danke. Haben wir eine Rolle, die du gerne gespielt hast. Gibt es noch eine, die dir noch einfällt, die vielleicht ja, ich hab, in der Vergangenheit? Ja, also am Burgtheater habe ich ja, also ich war ja mal über 10 Jahre am Burgtheater, bis zuletzt 2009. Ja. Also da war der König Kreon zum Beispiel im Goldenen Vlies oder auch von so eine irische schwarze Komödie. Der Leutnant von Inishmore hieß das und das war auch so ein, also solche Rollen reizen mich besonders, die in die schwarze Komödie reinrutschen, aber trotzdem eine tiefe Ernsthaftigkeit haben und die Iren haben ja überhaupt den schwarzen Humor erfunden, glaube ich. Also das, oder der Kissenmann zum Beispiel, wo mich unsere nächste Regisseurin auch gesehen hat, das war auch von Martin McDonagh, Schiller, Kleist natürlich, da gibt es ja wunderbare Rollen. Ich habe den Fiasco gespielt in meiner Jugend, das kann man so sagen. Ja, ich habe auch Fernsehen gemacht. Also viele Fernsehrollen, also Fernsehserien gespielt zum Beispiel? Ja, also meistens war ich der Mörder, das muss man so sagen. Ich will ja jetzt vielen Leuten nicht die Spannung wegnehmen, aber es war mal so eine Zeit lang, wo man immer gesagt hat, die harmlos oder gut aussehen. Ich sah mal gut aus, ja. Die gut aussehenden, Fishing for Compliments. Nein, aber es war wirklich so, es war ja absolut blödsinnig. Es war wirklich so, man hat wirklich Leute genommen, die als Mörder, denen man es nicht zugetraut hat. Also die liebenswürdigen, gut aussehen. So, und immer war, also ich habe, was weiß ich, Männer vom 10. Stock runtergestoßen, vergiftet, ich habe in der Sauna die Tür zugeschlossen. Ich habe alles gemacht. Also ich glaube, ich habe mal durchgezählt, wenn mindestens 15 Mörder nicht gespielt haben. In welchen Serien zum Beispiel? Tatort, Polizeiruf, ja. Kommissar Rex. Also, in einer Serie warst du sogar länger zu sehen? Ach ja, das war jetzt am Schluss, also das war, am Schluss, das war eine Serie, die ich, wann habe ich das zuletzt gespielt? 2012, das war Rote Rosen, was hier in Österreich nicht so bekannt ist, aber in Deutschland war das halt sehr bekannt. Es lief halt jeden Tag, jeden Nachmittag im Fernsehen. Und ich wusste, das war ein Vertrag für ein Jahr und damit war es zu Ende. Aber es war auf jeden Fall so, dass man mich auf der Straße mir zugerufen hat und gedacht hatte, ich gehöre zum Möbel, zum Inventar der Wohnung. Aha. Also so war das. So, zur nächsten Frage. Gibt es eine Rolle, die du noch spielen möchtest? In Zukunft. Ach ja, das vielleicht hört es auch irgendein Intendant oder eine Intendantin. Also bitte genau zuhören. Das, das fällt mir jetzt keine spontan ein. Also ich weiß gar nicht, das ist. Wenn sie, wie, was ich vorhin gesagt habe, wenn sie Widersprüche in sich hat, wenn sie Humor hat, wenn sie Menschlichkeit hat, interessiert mich jede Rolle. Also nichts Konkretes jetzt, was du sagen könntest, die Rolle möchte ich so gerne nochmal spielen oder. Hat auch noch ein bisschen Zeit, also kannst du auch einen älteren Herrn spielen. Ja, natürlich Nathan der Weise, ne? Das ist ja dann immer, wenn man besonders weise ist, vielleicht macht den Nathan oder König Lear, das sind so die alten Rollen, ja. Natürlich, aber das ist ja, es kommt ja nicht unbedingt auf die Rolle drauf an, es sind dann manchmal bei der Probe geschehen ja auch Wunder, der Regisseur, die Kollegen, welche Zeitumstände gerade einen beeinflussen.
warum plötzlich eine Rolle so eine Brisanz entwickelt oder nicht. Also das ist, das habe ich schon oft gemerkt, dass man dann plötzlich während der Proben erst merkt, das ist meine Lieblingsrolle. Mhm. Ich kann es vorher gar nicht sagen. Also, ja, na, das... Großartig. Also die nächste Frage, die ich jetzt noch hätte, ich möchte nicht zu sehr ins Private gehen, aber wir haben über die Vergangenheit gesprochen. Johannes Terne ist gebürtiger DDRler sozusagen, was er gespielt hat, was er noch spielen wird. Mhm. Aber gibt es auch ein Theater, das dir ganz besonders am Herzen liegt? Ich meine ein Gebäude, ein Theater, ein Opernhaus, ein Sprechtheater, was auch immer, wo du gerne gespielt hast, wo du gerne wieder spielen würdest. Auch da bitte ich jetzt die Intendanten genau zuzuhören. Ich habe zwar nicht. Na, das gehört dazu. Naja, das ist schwer zu sagen. Natürlich, ich war sehr, also sehr lange Zeit am Burgtheater und das ist natürlich ein Gebäude, ja, ich habe dann auch am Akademietheater gespielt, aber das ist natürlich, abgesehen von guten Kollegen, die man da auch hat, aber man findet diese guten Kollegen auch an kleineren Häusern. Das habe ich überraschenderweise gemerkt. Natürlich würde ich gerne wieder Burgtheater spielen, aber ich glaube, mir geht es jetzt, glaube ich, hauptsächlich darum, eine gute Rolle zu haben und ein gutes Team zu haben. Und ich habe bei der Sissi Bohren in der Komödie am Quai genauso gerne gespielt wie in der Freien Bühne Wien bei der Michi Ehrenstein. Mhm. Und auch in Baden habe ich mal einen Ausflug in die Operette gemacht. Ja, der Bettelstudent, wo ich eine kleine Rolle hatte, den Uno Free. Isabella Gregor hat da Regie gemacht. Die allerdings keine kleine Rolle war, aber ich habe es gesehen. Ich kann es bezeugen. ja, also ich hatte ein paar Sätze dazu bekommen, aber diese winzige Rolle hat mir so Spaß gemacht und das sprang wahrscheinlich auch rüber zum Publikum, weil ich erinnere mich, entweder ich wusste nicht, ob es bei der Operette immer so ist, weil ich immer Bravos hatte am Schluss. Nein, ist es nicht immer. Aber es war natürlich auch eine Figur, mit der man am Schluss ein bisschen Mitleid hat. Wahrscheinlich hat das die Leute zur Ermunterung aufgerufen, aber ja, die Rolle hat mir großen Spaß gemacht. Ich hatte da auch kurz eine Zeile mal zu singen, was ich ja, früher habe ich auch mal chansonmäßig ein bisschen was gesungen. Ich habe nicht so eine tolle Stimme wie ja, du ja, jetzt, super, aber, danke schön. aber so schauspielermäßiges Singen, das kriege ich schon noch zusammen. Also das wäre natürlich auch ein Wunsch, was ich irgendwie nochmal oder wieder mal machen würde, ein bisschen was Musikalisches. Wir haben jetzt schon mal ein Weihnachtsprogramm gemacht, wo ich auch ein bisschen Akkordeon gespielt habe. Geplant wäre auch in Zukunft noch ein Programm, das sich zwischen Berlin und Wien abspielt und wo es genug Chansons geben wird, wo Sie unter anderem Johannes Terne hören werden. Und es ist aufgrund dieser derzeitigen Krise jetzt nicht hundertprozentig sicher zu sagen, dann und dann spielen wir es. Es soll im Herbst dieses Jahres gespielt werden. Schauen wir mal, ob sich's realisieren lässt. Auf jeden Fall, gibt es irgendetwas, was du noch, gibt es eine Dankbarkeit, die du irgendjemandem gegenüber ausdrücken möchtest, wie zum Beispiel, also ich bedanke mich immer bei meinem geliebten Fritz Mulier, der konnte mir so viel, auch was seine Rolle anbelangt, der hat mir immer etwas gesagt, weil du gesagt hast, es ist eine kleine Rolle, der Uno Free. Der hat immer gesagt, es gibt keine kleinen Rollen, es gibt nur schlechte Schauspieler. Und es gibt eben gute Schauspieler, die aus kleinen Rollen große Rollen machen. Aber bist du jemandem ganz besonders dankbar in deinem Leben, dass er dich gefördert hat, dass er dir irgendwas gesagt hat oder das einfach etwas, was dich in dem Moment wirklich sehr beeindruckt hat und dein Leben begleitet hat? Naja, eigentlich war es schon, ich glaube, in der Schule fing es an, als ich hatte einen wahnsinnig guten Deutschlehrer und der hat mir, glaube ich, ganz viel, also ich habe wahnsinnig gern Gedichte vorgetragen zum Beispiel und wir haben natürlich auch mit verteilten Rollen Dramen gelesen. Und da merkte ich wirklich, dass das nicht nur ein Lehrer war. Der war so theaterbesessen. Ja. Ich glaube, da sprang so eine gewisse Begeisterung rüber zu mir. Vielleicht hat mich das auch,
dann dazu bewogen, Schauspieler zu werden. Also ich glaube, dem... Wie hieß er denn? Ja. Herr Mayer. Aber er ist leider schon verstorben. Ja, also, dem habe ich sehr viel zu verdanken. Dann natürlich sicher waren die ersten Regisseure, Piet Drescher zum Beispiel, den ich noch im Osten kennengelernt hatte. Und es ist ja meistens in den Anfängerjahren, wo man erstmal sozusagen auf Spur gelegt wird. Und wenn man da kann auch viel falsch gemacht werden. Ja, ja, aber ich glaube, bei dir ist nicht falsch gemacht worden. Nein, aber ja, also das war wirklich. Komme ich jetzt direkt ins Time-Tunnel, weil diese Deutschunterrichte, die haben mich in eine andere Welt gebracht. Und das war's. Ich glaube, das war es, warum ich zum Theater wollte. Ich wollte in eine andere Welt abdriften und auch in verschiedene Charaktere schlüpfen. Also das war mein Ding, und ich glaube, das war auch. Dieser erste Regisseur, den ich da hatte, der Piet Drescher, da war es, man soll die Rolle nicht zu sich herunterziehen, sondern man soll versuchen, an der Rolle hochzuhangeln. Das war auch so ein Satz, der mir haften geblieben ist, weil deswegen bin ich immer, habe ich Hochachtung vor der Figur, also und will es nicht unbedingt, Und mit diesen Worten muss ich leider schon wieder sagen, wir sind beinahe am Ende angelangt. Danke, Johannes Terne, dass du Zeit gefunden hast, heute zu meiner vierten Sendung dabei zu sein. Nächste Woche erwartet Sie Uli Fessel, auf die freue ich mich auch schon ganz besonders. Auch die kennen wir beide sehr, sehr gut. Eine alte Burgtheater-Schauspielerin. Das Alte lassen wir jetzt weg. Ich bedanke mich recht herzlich, dass Sie heute wieder dabei waren. ATV, nicht ATV, bitte streichen wir das gleich, tv1.at. Sie können es aber auch auf Facebook oder auf YouTube oder auf Glomex nachsehen. Ich freue mich, dass Sie dabei waren. Ich freue mich, dass Sie Zeit gefunden haben. Immer sonntags um 14 Uhr oder wann auch immer später danach. Ich bedanke mich nochmals recht herzlich und ich freue mich schon auf ein Wiedersehen nächste Woche, wenn es dann heißt, wieder Rendezvous mit René Rumpold und ich Uli Fessel zu Gast haben werde. Nochmals herzlichen Dank, lieber Johannes Terne, und ich wünsche Ihnen ein herzliches, schönen Sonntag noch. Baba und bis bald.